Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Nico am Start, Dimi auch mal wieder am Start. Seit langem und neue Bandlist ist draußen. Wir haben ein bisschen drüber diskutiert. Heute schauen wir uns nochmal genau an. Ein paar verrückte Sachen, ein paar erwartete Sachen, aber mehr dazu jetzt. Ja, Mann, die lang ersehnte Bandliste ist endlich draußen. Wir haben alle drauf gewartet. Wie ihr wisst, Rimini ist noch das letzte große Turnier mit altem Format. Und danach neues Format, also auch Chongs CCG-Turnier, ja, mit neuem Format. Und ja, schauen wir uns mal die Liste an. Also gebannt ist, wurde Monkey Board, Kaiser Kolosseum. Also Kaiser Kolosseum, hättest du das erwartet? Monkey Board war klar. Ist halt einfach eine Karte, die alleine für einen Win sorgen kann. Kaiser Kolosseum, ich weiß halt nicht. Im einzigen Deck, wo sie halt wirklich meiner Meinung nach vielleicht etwas OP ist, ist es Cosmo. Weil Cosmo muss halt nur ein fettes Monster liegen. Und Kaiser Kolosseum und es blockt halt die ganzen Pendeldecks. Eventuell auch BA, weil BA kommt dann auch nicht mehr drüber. Aber meiner Meinung nach hat es, ist es eine Karte, die kein Ban verdient hat. Aber okay, wird schon ihre Gründe haben. Auf 1 sind viele Karten gegangen. Destroyer war klar. Beatrice war klar. Nee, das war überhaupt nicht klar. Also Beatrice hätte ich schon gedacht. Wieso nicht Dante? Gut. Gut, wäre logischer gewesen. Aber ich finde es auch gut, dass die Beatrice auf 1 gegangen ist. Also eine von den beiden auf jeden Fall. Weil BA ist meiner Meinung nach das beste Deck gewesen. Mit Abstand. Und aber was halt schlimm ist, es ist immer noch spielbar. Ja, klar, natürlich ist es eben. Ja, es ist halt. Zier auf 1 und eben, es ist halt. Also dadurch, dass Zier vielleicht auf 1 gegangen ist, es wird wahrscheinlich Karten jetzt geben mit. Es ist definitiv nicht tot und es wird wahrscheinlich zu den Top-Decks immer noch gehören. Ja. Ich persönlich finde Beatrice gut, weil es war halt teilweise auch möglich, zwei Beatrice in einer Runde rauszuhauen, wenn du ideal gemillt hast. Aber ich finde es gut, dass die eine Beatrice auf 1 gegangen ist. Der Dante, also in den neuen BAs habe ich halt sehr wenig gesehen, dass Dantes Spiel entscheidend war, weil es gibt ja auch zum Beispiel den Phantom Knight, der ist meiner Meinung nach fast gleichgesetzt mit dem Dante. Also ich habe schon zum Beispiel auch bei Lorenzo gesehen, der hat auch Duelle komplett ohne Dante gewonnen. Ja, also mit Grand Pulse oder was? Wie? Mit Grand Pulse oder was? Nein, er hat doch da. Wie willst du das nicht? Nein, er hat doch. Ich habe, wo ich gegen ihn gespielt habe, habe ich auch gegen sein BA getestet. Ja, ja, aber er brauchte gegen dich nicht mal Dante oder was? Oh mein Gott, Mann, was ist das für ein Hate hier, Mann? Okay, Mann. Auf jeden Fall, die Kombos, die halt möglich waren mit dem Phantom Knight BA, waren halt auch ohne Dante ziemlich gut. Ja, also, meiner Meinung nach, ich finde es gut, dass Beatrice Feiertz gegangen ist. Können jetzt über die weiteren Karten noch diskutieren. Monarchen wurde komplett gehittert zum Beispiel. Monarchen, richtig. Monarchen ist tot, Mann. Monarchen ist absolut. Okay, Mann. Technische Fehler, Mann. Okay, ich hab gar nichts gemacht. Monarchen, ja, ich sag mal so, Monarchen wurde schon krass gehittet. Also Monarchen wurde echt krass gehittet. Aber muss halt schauen, wenn man spielt, muss man halt irgendwelche Sachen splashen. Was weiß ich, Gofu zum Beispiel oder diesen Garbage Lord habe ich gesehen, spielt man auch mittlerweile. Also Monarchen wurde schon krass gehittet. Also die Zauberkarten waren klar, aber Aether war Überraschung. Was sagt ihr dazu? Ja, das war halt, sag ich mal, wahrscheinlich wegen XYZ Monarch, hat man ja auf jeden Fall drei Aether gespielt und manche haben zwei Erebus gespielt, haben da mehr auf Aether gespielt, also ja, Aether hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Stormforce und Pantism hätte man sich denken können, aber das jetzt Aether hätte ich jetzt nicht gedacht. Ansonsten Kirin auf 1 ist echt gerechtfertigt, Kirin war echt zu hart, Mann, also Kirin war echt heftig, Mann, aber ich sag mal so, ist immer noch einmal kein Problem, Raccoon kann ihn suchen, also... Kann man eh nur einmal pro Runde aktivieren? Ja, kann man eh nur einmal pro Runde aktivieren. Also, sage ich mal so, eingedämmt, aber ja, auf jeden Fall, der bleibt stark, ne? Dann Teleport, wie gesagt, Cosmo Todmann, Chongs Abschiedsturnier heute, Rimini Mann. Ich glaube, er ist 0-2, glaube ich, Motorschaden, er hat echt alles verloren. Dazu noch Dark Destroyer und Emergency Teleport auf 1, er hat echt alles verloren die Woche, Mann. Viel zu hart, Mann, die Woche für Chong, Alter. Dann Pendulum Call.
sag ich mal, die ist schon heftig. Jetzt die letzten Pendeldecks, da hat man ja gesehen, haben auch ein paar mit Pendulum Coil gespielt und mit den Magicians. Also ist auch eine heftige Karte, ist sicherlich gerechtfertigt. Weil Japan ja schon lange auf 1. In Japan schon lange auf 1. Ja, in Japan haben sie ja Dings zerstört, man, Pendulum. Also da hat man es ja gar nicht mehr gespielt. Kommen wir zu den Karten auf 2. Max C. Auf 2. Das ist echt interessant. Weiß ich nicht wieso. Also ich hätte also auf 2, ob das jetzt, ja, weiß ich nicht. Rai auf 2. Ja, ändert auch nichts. Sag ich mal. Den Magier, was sagst du dazu, Hong? Spielst du wieder Wind-Up? Ist gut, aber reicht leider noch lange nicht. Also spielst du kein Wind-Up? Das exit ist ein Band, Mann. Ja, also kein Wind-Up-Hype. Okay, Mann. Dann Thousand Eyes Restrict, hat eh keiner gespielt. Wir haben ja genau gesehen in unseren Deck-Ratings auch, die Leute haben nicht mal Thousand Eyes Restrict gespielt. Instant Fusion, ne? Aber nur Norden. Also ist kein Problem, dass die auf 2 ist. Auf 3. Verlockung auf 3. Das ist gut. Also, ja, ich sag mal, macht wieder BA. Gibt BA einen Push natürlich auch, ne? In Japan war sie auf 3. Ja, da sag ich mal, hat man die auch noch im Dark Synchro gespielt. Also kommt auch gut. Blackwing. Wo ist Lord Blackwing? Sein Deck gibt es Push. Also ich glaube, da gibt es jetzt einen Hype wegen dem Banishen, wegen Verlockung und wegen Sarkophag. Also ich habe mich gerade eben mit Lord Black unterhalten. Und er meinte, nächstes Format spielt er vielleicht 3 Allure und 3 Animal Main. Weil dann muss man halt nichts banishen und dann was? Ist es so wie Top the Gear. Ja, man. muss man da echt nichts banishen? Nur vorzeigen. Okay, was ist das für eine bescheuerte Combo? Du kannst sie gar nicht aktivieren vom Ruling her. Was bei Teleport und Dings machen Iron Boy Home? Da bleibt es, das weiß ich. Ich dachte, man kann es nicht aktivieren. Nee, so ist es. Schade. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das wird in den ersten Monat wird. Ganz kurz, zu diesem Ruling mit Iron Wall und Verlockung habe ich auch vieles gehört. Da wurde zum Beispiel bei Dueling Network vom Judge auch mal gesagt, dass man die Hand abschmeißen muss, weil man nicht banishen kann. Wir müssen zwar bei Death Row ausprobieren. Ja, das wäre gut, dass wir, weil da ist. Ich weiß es sicher. Ah, okay, okay. Meiner Meinung nach Sarkophag. Kann man es im Kosmo spielen? Im Kosmo würde ich es einbauen, weil eben Destroyer auf 1 ist. Teleport auf 1, meiner Meinung nach eventuell kombinierbar mit Stadt. Dass man Destroyer und oder Tinkern, je nachdem was man braucht. Auf, ja. Tati, Mann. Ja. Also meiner Meinung nach so kombinierbar. Eventuell ein kleiner Ausgleich für Cosmo. Cosmo Boys, Tati und Chong, die werden Cosmo weiterhin spielen. Ich bin mir sicher, Mann. Die werden mit dreimal Verlockung spielen. Vielleicht Sarkophag, schauen wir mal. Also Verlockung kann man auch im Cosmo spielen. Wird interessant, Verlockung. Also auf jeden Fall gibt es jetzt richtig viel Speed. Auch mit dem neuen Pot, Verlockung, dem alten Pot, dies und das. Cut of the Mice. Also die hätte ich ja da jetzt auch erwartet. So schon verwunderlich, dass die nicht auf 1 ist. Ich glaube, das hätte jeder eigentlich gedacht. Vielleicht Kaiser Kolosseum auch deswegen gebannt. Ja, weil die ganzen Special Decks wurden schon hart geschwächt. Und mit dem neuen Port, mit Card of Demise, mit Port of Duality kannst du eigentlich ziemlich viel Speed in Anti-Decks reinbauen. Vielleicht auch deshalb ein Grund. Der Hintergedanke, ich kann es mir jetzt sonst nicht erklären. Meiner Meinung nach jetzt eines der besten Decks, die durch diese Liste ergänzt wurden, sind die Dragons jetzt einfach, ja. Dragons auf jeden Fall. Ja, ist ja klar, die will man ja auch verkaufen, die neuen Karten müssen raus. Also Metal 4 und Dragons, aber da wusste man ja, ich sag mal, ein neues Set, dass da nichts gebannt wird. Ja, Restricted ist ja klar. Aber was willst du auch von Dragons bannen oder auf 1 machen? Ja. Aber es gab doch auch schon Formate, wo sie von neuen Karten, bevor sie schon rausgekommen sind. Ja. Da haben sie doch Laster gleich auf 1 gemacht, oder? War das nicht so bei uns? Ja, man, abschließende Worte zur Bandlist. Ungefähr so haben wir sie schon erwartet. Sagen wir mal, ein paar Sachen. Ja, eigentlich im Großen und Ganzen passt die schon. Card of Demise hätte man vielleicht noch auf 1 machen können. Man konnte erwarten, dass die neuen Karten von Metal 4 und Blue Eyes da nicht, dass sie unberührt bleiben von der Bandliste.
Und ja, vielleicht ein bisschen noch BA, Dante auf 1, also Dante auf 1 und Cut of Demise auf 1 hätte ich mir gewünscht. Ansonsten bin ich schon zufrieden mit der Bandlist und man hat ja schon vorher gesehen, dass viele Decks gespielt werden. Das Meta war schon vielfältig. Und ja, was sagst du noch dazu? Ich finde die Bandlist insgesamt auch gut. Man kann wieder verschiedene Decks spielen. Es ist insgesamt ungefähr alles auf dem gleichen Level. Aber meiner Meinung nach, was ich zum Beispiel gerne noch von Konami öfter sehen würde, dass ältere Karten, die damals vielleicht zu krass waren, auch mal wiederkommen könnten. Ich weiß nicht, zum Beispiel DMOC wurde, ist wiedergekommen halt mit Special Ruling. Keine Ahnung, dass man den Chaosdrachen vielleicht auch wieder bringen könnte mit Special Ruling. Solche Sachen halt einfach. Zum Beispiel, die sind eh nicht mehr spielbar oder kaum spielbar. BLS spielt man auch heutzutage nicht mehr. Wird in keinem Deck mehr eingebaut, obwohl er vielleicht im Kosmos sogar noch einbaubar wäre, aber es ist auf der Starthand einfach eine tote Karte und man kann halt viel Besseres zurzeit spielen. Also als Option einfach. Genau, das war unsere Analyse von der Bandliste. Schreibt uns in die Kommentare rein, was ihr von der Bandliste haltet. Und wir freuen uns auf das neue Format. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business.